Eines Tages sagte ein Vater vor seinem Tod zu seinem Sohn, »Hier ist eine Uhr, die mir dein Großvater geschenkt hat. Sie ist fast 200 Jahre alt. Geh mit ihr zum Juweliergeschäft in der Innenstadt. Sag ihnen, dass du die Uhr verkaufen möchtest und schaue, wie viel sie dir bieten.« Der Sohn ging zum Juweliergeschäft, kam zu seinem Vater zurück und sagte, »Sie haben 150 Dollar angeboten, weil sie schon so alt ist.« Der Vater sagte, »Geh jetzt zum Pfandhaus und sieh, was sie dir dort anbieten.« Der Sohn ging zum Pfandhaus, kam zu seinem Vater zurück und sagte, »Das Pfandhaus hat 10 Dollar angeboten, weil sie zu abgenutzt aussieht.« Der Vater bat seinen Sohn, ins Museum zu gehen und ihnen die Uhr zu zeigen. Er ging ins Museum, kam zurück und sagte zu seinem Vater, »Der Kurator bot 500.000 US-Dollar für die Aufnahme dieses sehr seltenen Stücks in seine kostbaren Antiquitätensammlungen.« Dann sagte der Vater, »Siehst du, mein Sohn, es ist wie im Leben. Du wirst auf Menschen treffen, die deinen Wert nicht erkennen. Werde deswegen nicht wütend und distanziere dich von ihnen. Es wird genug Menschen geben, die dich auf die richtige Weise wertschätzen.« Die Moral der Geschichte: Dein Wert verringert sich nicht, nur weil ihn jemand nicht erkennen kann. Teile diese Geschichte mit den Menschen, die dir am meisten bedeuten, und zeige ihnen, wie sehr du sie wertschätzt.